Beim Zusammenstoß von zwei U-Bahnen sind am Dienstagnachmittag in Duisburg mehr als 35 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Wie die Polizei bestätigte, sei eine Bahn im Tunnel auf eine andere aufgefahren, etwa 150 Meter von dem Bahnhof auf dem Damm entfernt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Stadtteil Meiderich im Einsatz. Letztlich sei alles noch vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Eingeklemmt wurden zum Glück keine, sondern ihr müsst euch vorstellen, die Personen stehen oder sitzen in der Bahn, wie das so ist. Und durch den Aufprall, das abrupte Abstoppen, sind die durch die Gegend geflogen und das sind auch die Verletzungsmuster. Die Polizei und ein Sachverständiger waren am Abend vor Ort, um die Unglücksstelle zu untersuchen. Die Ursache war zunächst unklar. Die betroffene Bahnlinie verkehrte in Duisburg sowohl ober- als auch unterirdisch. Die 80 Rettungskräfte kümmerten sich insgesamt um knapp 40 Menschen. Die zwei Schwerverletzten seien vom Rettungsdienst behandelt worden. Nach Angaben der Verkehrsgesellschaft erlitt ein Straßenbahnfahrer einen Schock und kam in ein Krankenhaus.